Leute, willkommen zurück hier bei unserem Pokémon Shifting Worlds Projekt mit Grants mal wieder. Yay! Yay. Hallöchen. So, ich bin. Sammle erstmal Items ein. Ich bin hier wieder zurückgerannt. Wo bist du jetzt lang? Da sind nur noch ein paar Trainer und so. Ich bin jetzt erstmal nach ganz rechts, weil da hatte ich vorhin ein Item gesehen. Ah, stimmt. Da ist ein Item. Spuktafel. Ein. Was? Oh, ich könnte auch. Ein Phantomknoten, so einen Scheiß hatte ich schon mal. Ich könnte, auch, eine Geistattacke für mein Normal-Pokémon geben. Warte mal. Weil das waren doch, diese Tafeln haben doch immer dafür gesorgt, stimmt. Dass ich... Ich hab... Was habe ich denn schon alles für Tafeln? Ich habe eine Spuktafel. Ich habe eine Käfertafel. Dann habe ich doch nicht so viele Tafeln. Vielleicht habe ich auch schon gegeben. Aber ich meine, weil eigentlich... Das waren doch die Tafeln, die das immer ändern, oder? Ja, ja, ich meine schon. Patty. Ja, die Gifttafel trägt. Ich mache einfach eine Geisttafel, also dass sie eine Geistattacke hat. Das ist doch geil, oder? Vor allem, weil Gift hast du ja schon. Notfalls. Vor allem, weil sie normal ist. Das heißt, wenn ich... Na gut, das bringt ja eigentlich gegen Geister dann nicht viel. Doch, obwohl, ist ja effektiv. Geist gegen Geist ist super. Geist, genau. Und die könnte ich mit Geist nicht treffen. Ja, das ist eigentlich genial. Ich spreche mal den ersten Dulli hier an. Okay. Du meinst der da so rumsteht? Ja, genau. Nach oben gucken. Sieg oder Niederlage, wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das wird kein Freundschaftsspiel. Alles klar, das heißt, ich kriege am Ende einen Pokal, wenn ich dich besiegt habe? Yay. Der Spieler Fedor. Fedor. Skankapoo hat er bei mir. Tanzer. Tanzer nur Käfer oder war da noch irgendwas? Ich meine, Tanzer ist erstmal nur noch Käfer und später wird der Käfer Stahl, glaube ich. Jetzt ist er Gift und ich bin Käfer, ist natürlich schlecht. Ich mach mir erstmal eine Pilzspore. Aber Unlicht und Gift. Immer gut, erstmal eine einzuschläfern. Ja, das stimmt. Meine Pokémon sind halt langweilig, ich schläfern immer gerne ein. Aber wenn man schon eine Attacke mit 100%iger Trefferchance hat, dann sehe ich. Ja. Patronenhieb mach ich nochmal hinterher. Ah, die Giftspitze ist. Oh, mein Team herum liegen überall giftige Stacheln. Oh mein Gott! Wie schrecklich! Kannst du ja nur verlieren. Und der Wutanfall geht wieder daneben. Ha. Oh, Tanzer ist aufgewacht. Heilgefühl. Okay, Skankapoo besiegt. Oh, der heilt sich einfach. Ich habe nur den Schlagbefehl. Okay, dann werde ich dich nochmal einschläfern, dämliches Tanzer. Er hat noch einen Skankapoo, oh Mann. Randomizer wieder richtig zugeschlagen. Ich werde auch demnächst mal Patty einsetzen. Ich will mal sehen, dass sie sich entwickelt. Aber tendenziell habe ich das Gefühl, entwickeln sich die Pokémon eher später als früher. Ha, Volltreffer. Oder? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nur Pech irgendwie. Okay. Ja, bei meinen ist das zumindest tendenziell so, kann man sagen. Burmi. Okay, nächstes Skankapoo ist auch besiegt. Ist Burmi auch Käfer? Ja, Burmi ist der, den ich hatte, der dann sein Geschlecht gewechselt hat. Ist er jetzt nur Käfer? Nur Käfer, ja. Okay. Dann. Ey, komm, der Typ hat einfach 3 Skankapoos. Was ist das für ein Randomizer? Es ist dein Randomizer, Grants. Ja, richtig schlecht gemacht. Er hat so eine Scheiße wieder produziert. Ich fasse es nicht. Genauso wie der Idiot, der mich zu Misty gemacht hat. Ja, das war ich ja nicht. Das war Goro. Nein, das war noch nicht Goro. Ja, ich habe Fedor besiegt. Ich vermute zu oft das Falsche, sagt er jetzt. Wenn ich aber meine Geistattacke ausprobiere gegen ihn. Machen wir da einfach mal. Geh mal direkt zu dem Dicken dabei da. Ich meine, es macht quasi genauso viel Schaden als Geistattacke wie als Normalattacke gegen Burmi, weil er gegen beides neutral trifft. Ah, okay. Aber ist trotzdem cool, eine Geistattacke zu machen. Ha! Guck mal, was ich kann, mäßig. Dann hast du. Du hast ein Pokédex. Okay, ich kämpfe jetzt gegen den nächsten, das ist ein Wanderer oder so. Ne, ein Streber. Pokémon-Sammler Lorenz, okay, sorry. Elekid hat er, süß. Ja, Elektro kam halt echt allgemein bisher noch nicht viele. Auch als Gegner hatte ich glaube ich noch nicht so viele. Elektro. Aber Elekid ist ja nur Elektro, das heißt, das hier muss ein Elektro-Trainer sein. Okay. Schlagbefehl. Oh, ich will am liebsten jetzt eigentlich schon wieder heilen. Ich kann aber auch einfach nochmal ein paar Tränke einsetzen. Eigentlich habe ich ja genug von denen.
Warumpel. Illikid war One-Hit. Gibt aber gute Erfahrung. Jo, er hat Raikou bei mir. Ja, dieses legendäre. Das legendäre, ey. Krass. In der letzten Arena, meine letzte Arena war ja Feuer übrigens. Ah. Da hatte der Arenaleiter Entei. Jetzt muss ich nur noch Suicune finden, dann habe ich alle drei Legendären gesehen. Dann weißt du, wer wen bekommen hat, quasi. Aber ich habe den gerade gewonnen-hittet und der gibt über 900 Erfahrung. Boah. Wow. Meine Attacke ist daneben gegangen. Er hat noch einen Raikou, der Elene Faker, das ist legendär, das kann man nicht zweimal haben. Der Cheater, ey. Ja, ich meine, bei meiner ersten Arena hatten ja zwei das gleiche legendäre Pokémon. Der Arenaleiter hatte irgendwelche langweiligen normalen. Wo ich mir auch gedacht habe, so, warum ist er Arenaleiter und nicht die anderen? War aber auch wieder ein One-Hit. 1100, wie geil. Ich vermute zu oft das Falsche, sagt er. Ja. Ich bin so neidisch auf dein Pokédex. Ja, dann muss ich jetzt wieder mal ein Pokémon nach vorne tun, was ein niedriges Level hat. Beispiel Pikachu mit Fliegen. So, ich nehme mal den hier. Bin dann bei der nächsten Troller schon. Bin bei dem Pokédex-Freund. Ja, ja, genau, der. Oh, du möchtest mir etwas über Pokémon beibringen? Nö, eigentlich wollte ich. Obwohl ich andererseits halt auch überlege, ob ich wirklich jeden Trainer mitnehmen sollte. Weißt du? Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch vor der neuen Arena was machen müssen, ob wir da jetzt noch irgendwelchen Team Galactic-Kram machen müssen oder nicht. Ich glaube nicht. Oh lol, Magnezone, ey, die letzte Entwicklung. Lecco Mio. Ich flieg mal in die Luft. Stolrak ist schon Stahl, oder? Ja, Stahl, Stein. Wenn du eine Kampfattacke hast, vierfach Schaden. Ich guck mal, ob ich mit dem Strauchler was mache, wie schwer der ist quasi. Der sollte schon schwer sein. Oh ja, das hat mehr als die, also deutlich mehr als die Hälfte gemacht. Aber der wacht direkt wieder auf und macht eine Magnetbombe. Unfair. Ich mache einfach nochmal einen Strauchler. Sollte danach muss ich aber auch heilen, bei mir ist jemand paralysiert jetzt, das ist immer ätzend. Magnezone. Also meinst du, ich sollte schon alle Trainer mitnehmen, dass das nicht schlimm ist? Naja, überleveln wäre natürlich auch nicht cool, ne? Nee. Gift-Hieb will er lernen. Was kannst du denn mit dem Gift-Hieb? Stärke 80, Genauigkeit 90. Er wird dabei eventuell vergiftet. Okay. Ich überlege halt, Strauchler mag ich eigentlich, weil er gegen schwere Pokémon ganz gut ist. Und ich finde die Laubklinge irgendwie aktuell nicht so gut. Der hat auch nur Stärke 50. Ich überlege halt, ob ich halt einfach den Laubklinge dafür vergesse. Ja, warum nicht? Strauchler hat ja nur 5 AP, aber... Keine Ahnung. Ich werde einfach die Laubklinge vergessen müssen dafür. Lol. Habe ich wenigstens nochmal eine dritten Attackentyp drin. Ach, Psycho ist nicht effektiv gegen Stahl. Oh, warum hat der denn jetzt wieder Heatran? Warum haben die denn bei mir alle Heatrans? Das ist ja jeder. Unfassbar. So, müsste doch eigentlich wieder die Pilzspore-Strauchler-Taktik wirken, oder? Hatte ich das letzte Mal auch schon. Boah, Magnezone hält echt viel aus. Einfach mal öfter als zweimal treffen vielleicht. Strauchler war ein Volltreffer, hat aber echt ganz gut gemacht. Ich glaube, mit der nächsten Attacke sollte ich es nicht hinbekommen. Obwohl, ist der Gestein? Dann wäre eine Stahlattacke. Obwohl, nee, die ist auch neutral. Okay. Ich mache einfach noch einen Strauch. Oder? Ich mache mal einen Patronenhieb. Kann natürlich jetzt ein Fehler gewesen sein. Ja, okay. Nein, Magnezone kann Morgengrauen. Damit heilt er sich auch hoch. Okay. Gut, also den Patronenhieb habe ich jetzt unnötigerweise gemacht. Warum? Ja, weil der irgendwie 2 KP abgezogen hat oder so. Ah, okay. Der trifft halt eigentlich neutral, dachte ich. Aber der ist wahrscheinlich nicht Gestein, ist der Boden? Boden, Feuer, ja. Ich weiß halt, ich kann halt nie ausmachen, ob ein Pokémon Boden oder Gestein ist. Ich meine, es ist doch am Ende irgendwie das... Ja, muss man auch wissen. Der hat 2 Heatrans, natürlich. Hey, meiner hatte auch 2-mal Raikou, von daher. Ja.
passt ja. Dass die beiden, dass sie zwei Legendäre haben. Wäre lustig, wenn bei den anderen beiden, die jetzt auch jeweils zwei Legendäre hätten. Das wäre super, ja. Ist auf jeden Fall ein Grund für euch, in die Folge einzuschauen. Von Goro und Tobi. Yay, Ginger Level 26. Ob der Gift-Tieb irgendwas macht? Wow, sagt sie. Nee, überhaupt nicht. Hab die Schönheit besiegt. Warte, was? Warum hat er jetzt so wenig gemacht? Okay, dann wechsle ich. Feuer, Boden, da wäre Wasser doch super. Gottfried. Ja. Gottfried. Ich gehe mich heilen eben. Ich habe ja eh den einen Trainer jetzt schon. Kann Steffi mich wieder einholen? Yay, Krabhammer hat ihn fertig gemacht. Ja, Krabhammer ist echt keine schlechte Attacke, muss man sagen. Ah, jetzt ist Fred halt schon wahrscheinlich Level 29, ja. Also mit Fred darf ich eigentlich nichts mehr trainieren. Es ist halt echt ätzend, wenn die Arenen so beide das gleiche Level-Cap haben. Ja. Und das Blöde ist halt, dass ich aktuell vor allem gegen Pokémon kämpfe, wo Honey und Fred perfekt gegen wären. Das ist so nervig. So, also die darunter mache ich jetzt erstmal noch, glaube ich. Genau, die Schönheit, die habe ich auch gerade. Und dann möchte ich aber eventuell auch heilen gehen, mal gucken. Ich bin dann auch wieder da, ich kämpfe dann gegen... Obwohl ich hätte... Ich glaube, ich hätte sie nicht besiegen sollen. Egal. Die hat eh nur eins. Okay. Da unter ist noch einer. Solange es kein legendäres ist. Ich habe die Präsenz des Trainers gespürt und das warst du. Scherox. Ist das nicht Wasser? Ich glaube gar nicht. Nee, Scherox. Ist das Kampfflug oder so? Käferstahl. Käferstahl. Oh, ich habe ja eine Bodenattacke. Oh, und meiner hat übrigens Panzer Eron, Flugstahl. Und ich habe Pikachu, Leute, das bedeutet Feuerwehr mit 140. Feuerwehr gut. Wie gut, dass ich keine Feuerattacke habe. Feuerwehr vierfach gegen den, ja. Ja. Aber Boden ist halt auch nur neutral. Was ist mit Geist? Ich mache einfach mal einen Sandgrab und guck mal, wie viel es macht. Also wie viel eine neutrale Attacke macht. Also ich habe das Flug-Pokémon gerade gewonnen-hittet durch mein geiles Pikachu. Der macht einen Lavasturm. Er sieht aber cool aus, finde ich, die Attacke. Ja, macht auch viel Schaden. Und dafür geht die Bodenattacke daneben. Und Bronzong. Psychostahl. Ja, dann geht auch ein Donnerblitz. Ich probiere nochmal einen Sandgrab. Kann aber sein, dass Patty down geht. Oh, Bronzong hat Voltabsorber, sehr gut. Wusste ich nicht. Ich habe keine Unlicht- und keine Feuerattacke. Wie viel macht mir Fliegen? Ja, was wäre denn gut? Elektro wäre okay, Wasser wäre okay, Feuer habe ich nicht. Und ansonsten ist alles nicht besonders gut. Also ich gut, Kampf wäre auch noch okay. Ich werde, glaube ich, mal... Ich werde, glaube ich, mal Dinge ins Nehmen, Fred. Oh nee, ich kann Fred nicht einsetzen. Oh. Warum? Ja, weil er Level 29 ist. Ach, okay, ja, stimmt. Und ich möchte ihn jetzt nicht einsetzen, sagen wir es mal so. Vor allem, wenn es nachher eine Feuerarena ist. Mhm. Aber mit Patty mit einem KP habe ich jetzt ihn schon ziemlich gut schwächen können. Aber jetzt kommt nochmal der Lavasturm und dann ist Patty auch down. Was kann ich denn jetzt sonst einsetzen? Ich hab sonst nichts, was gut wäre. Ich probiere einfach mal Hannis 250 Attacke aus. Die trifft neutral mit Flug. Mir doch egal. Ich flieg dich jetzt kaputt. Ist das eigentlich so eingestellt, wenn es so eine heftige Schadensattacke hat, dass es dann auch wenige KP hat? Weniger AP, oder? Ja, die AP richten sich nach dem Schaden. Weil ich meine, Goro hat irgendeine 140 Schadenattacke und hatte da trotzdem 20 mit. Ich glaube, beim Zerschneider. Oh nein, jetzt geht ihre Fliegenattacke daneben. Was soll denn der Mist jetzt?
Ne, die hat ja nur 80. Ja. Aber sie hätte einfach mal treffen können. Ich hab den Psycho besiegt. Komm schon. Beim zweiten Mal triffst du doch jetzt, oder? Hani, ich glaub an dich. Voll die Motivation hier. Oh, es geht schon wieder daneben. Mann, so schlimm ist 80 gar nicht. Nö, normal nicht. Aber immerhin macht er keine Feuerattacke gegen Käfer. Also die Chance, dass du beide verkackst, lag halt gerade bei 4%. Toll. Gut, mal gucken, wie es mit dem dritten Mal ist. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? Wahrscheinlich unter 1% oder so. 0,8%. Ja. Aber das ist ja immer so das Problem. Die Chance ist ja nur am Anfang 0,8%. Jetzt ist die Chance, dass du verkackst, ja wieder 20%. Ah, das dritte Mal fliegen hat geklappt. Sehr gut. Sehr gut. Und? Macht sie ihn jetzt down? Ja, natürlich. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Ich hätte ihn vielleicht auch mit der anderen Attacke fertig machen können, aber ich wollte unbedingt fliegen. Also kann durchaus sein, dass ich überlevel. Ich gehe jetzt nochmal zurück heilen. Okay, ich kämpfe gerade gegen den nächsten, der da ganz unten ist. Was soll denn immer diese Zaunlabyrinth hier? Ja, das war das Schloss. Oh, Sichtrohr. Sichlor ist Käferflug, da kann ich einen Donnerblitz machen. Du kannst immer einen Donnerblitz machen. Nicht gegen Bonat-Menschen. Okay, Sichlor da. Boah, 800 Erfahrung, danke. Ich werde mal jetzt probieren, die nächsten Kokuna. Trainer eher auszulassen. Was hast du gegen Kokuna? Fliegen habe ich gegen Kokuna. Ah. Ih, der macht Magensäfte. Jo. Oh, das sorgt dafür, dass ich von Bodenattacken getroffen werden kann, wieder trotz meiner Schwebe. Oh, okay. Warum? Macht er weiß ich, da stand einfach halt die Fähigkeit wird unterdrückt. Ah, okay. Gibt's da hinten eigentlich noch was, wenn man durch das hohe Gras geht? Fällt mir ja, da hinten auf. Ist nachher noch ein Item. Habe ich aber auch noch nicht eingesammelt. Ich kämpfe gerade gegen den letzten Typen hier. Ja. Ja, ich kämpfe gerade auch gegen. Der sich die ganze Zeit so hoch und runter bewegt und immer dreht. Ich habe gedacht, ja, vielleicht genau, hätte ich Glück, ja. Und komme an dem vorbei. Aber natürlich nicht. Unten ist einer, der bewegt sich, glaube ich, gar nicht. Wie hat der? Der hatte 2, glaube ich. Was ist Rotom denn jetzt schon wieder? Geist, Elektro. Okay, Rotom ist Kraft. Ist eine Geistattacke, sollte also was bringen. Sollte gut Schaden machen dann, ja. Hälfte. Oh, nice. Und der macht eine Schockwelle. Bitte nicht paralysieren, bitte nicht paralysieren. Alles noch nicht paralysieren. Nee. Ja, und nicht down machen. Okay, war nur ein Volltreffer. Aber ich bin nicht paralysiert, alles gut. Und nicht down. Und nicht down, genau. Sehr gut. Okay, so. Ich habe den Sammler Georg besiegt. Müsste... Oh, 2 KP. Sag mal, was ist das eigentlich mit der Anzeige, mit dieser gelben Anzeige? Ich dachte, wenn gelb ist, ist die Hälfte der KP weg. Aber scheinbar ist das nicht so genau. Da hätte ich jetzt aber auch gedacht. Weil der war jetzt gelb, aber... Er hat jetzt noch 2 KP übrig nach der zweiten Attacke. Ich habe Energiekraut gefunden. Ah, und krieg einen Random Encounter. Lol. Staralili. Nee, Staravia. So, Rotom ist down. Patty ist Level 27. Versuche ich aber abzuhauen. So, also ich habe jetzt Pokémon von Level 27, 28 und eins, was 29 ist. Traunfugil ist auch Geist wahrscheinlich. Geist, ja. Heile ich erstmal? Ja, komm, ich heile erstmal. Geh auch nochmal heilen. Wie viel macht die Limonade? Ich glaube, die Limonade ist ganz gut für Patty gerade. Macht 80, glaube ich.
62 brauchte sie. Da hätte halt ein normaler Supertrank nicht gereicht, finde ich. Leidteiler. Toll. Die Kontrahenten teilen ihr Leid. Was heißt das jetzt? Vielleicht, dass beide Schaden nehmen oder so? Ja, aber beide gleich viel? Weiß ich nicht. Setz nochmal Leidteiler ein. Ich mache jetzt einfach meine Geistattacke und guck mal, was passiert. Dürfte dich selber ja theoretisch nicht treffen. Bist ja normal, oder? Ja, eigentlich schon. One Hit! Und was passiert mit Patty? Nix. Okay. Interessant. Keine Ahnung, was der Leitteiler jetzt wollte. Hey! Patty entwickelt sich! Wow, endlich! Yay, endlich ein Pipi! Wie heißt die letzte? Pixie heißt die letzte Frau, Pixie, oder? Pixie, ja. Ah, da freue ich mich schon drauf. Ein süßes kleines Pipi. Oh, ist das knuddelig. Ah, ich mag so, dass ich das Pokémon habe. Habe ich auf jeden Fall richtig ausgewählt, finde ich. Von der Knuffigkeit her auf jeden Fall. So. Jetzt wird's ja. Pipi ist eigentlich auch niedlich. Ja. Alter, sind da viele Graswälder. No! Warum dreht er sich genau um, wenn ich da langlatsch? Idiot. Bei welchem bist du jetzt? Meiner Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Leuten, die ich nicht besiegen kann. Ah, so etwas tun, Sammler nun mal. Ja, den habe ich auch schon besiegt. Wo bist denn du jetzt schon? Ja, ich warte jetzt quasi hier, weil... Oh, da liegt ein Item. Schon mehr als Item. Ja, ich wollte eigentlich auch noch mal auf Itemjagd gehen. Ich wollte eigentlich nicht vorbei. Aber... So, Mediti, Psycho. Psychokampf. Psychokampf? Ja. Ich setze trotzdem meine Geisterattacke ein, die sollte ganz gut sein. Vakuumwelle. Okay. Oh, die hat ja so ein kleines Schleifchen an ihrem Rücken. Wer? Also, oder Flügel. Pipi, ja. Flügelschleifchen quasi. Oh. Oh, ist die süß. Ha! One-Hit. War aber auch ein Level 20er. Steffi regelt. Patty regelt. Auf welchem Level hat sie jetzt entwickelt? 28? 27. Ah, okay. Mach Hollow hat er. Ah, Kampftrainer. Ja, ich setze eine Urteilskraft ein. Na, egal. Ich freue mich auf die nächste Arena, dann, also auf den Weg zur nächsten Arena, weil da haben wir halt 6 Level Unterschied. Da kann ich halt noch ein bisschen entspannter trainieren. Toll, er hat mich erkannt. Ja, es ist immer gut, den Gegner zu kennen. Aber oh, das Energiekraut ist geil, was ich gefunden habe. Was macht das? Ein Item, das dem Träger den sofortigen Einsatz einer Attacke, die sonst aufgeladen werden muss, erlaubt. Ja, das ist nicht schlecht. Hast du denn ein Pokémon, was so eine Aufladeattacke hat? Nee, nicht mehr. Okay. Aber wenn, dann kannst du ja nehmen. Oder wenn du eine Attacke bekommst, die halt richtig stark ist, aber sich aufladen muss. Ja, genau. Dann kannst du das nehmen. Ist gut. Oh, ich finde die Geister. Zählt das für Fliegen? Kannst du ja mal probieren. Aber ich glaube, aufladen heißt das nicht. Ich glaube nicht. Oh, wie mir die Macholos auch alle keinen Schaden machen. Die könnten eine Kampfattacke machen und könnten mich wahrscheinlich fertig machen, aber. Die machen irgendwelchen anderen Mist. Such mir mal einen Random Encounter. Einen Kleinstein hätte ich ja auffangen können. Da siehst du, das wäre doch lustig geworden. Ja. Ach scheiße, ich hab Curry vorne. So, Pikachu kommt rein. Nehmen wir mal einen normalen Trank. Für die kleine Patty. Und noch einen hinterher. Ich hab noch 16 Tränke. Lol. Ich habe mir halt normale Tränke gekauft, um auf dem Weg irgendwie heilen zu können, weißt du? So, ich hole mir mal die ganzen Items. Ja, nice. Fliegen trifft nach einer Runde jetzt. Geil. Also das heißt, er fliegt sofort hoch und dann am Ende der Runde trifft er, oder was? Nee, pass auf. Ich bin sogar schneller als Kleinstein und habe jetzt vor ihm angegriffen. Also und wenn hast ich jetzt direkt den angegriffen oder genau, was? Guck mal, also ich mach fliegt jetzt er gar nicht empor? Ich mach Fliegen, dann kommt halt, Carmen fliegt hoch empor und dann kommt sofort halt, Oh, halt, warte, hat er das Energiekraut ab. Hä? Oh, konnte man das nur einmal nehmen?
Ach, ist das so ein Einmalding? Warte, muss ich jetzt mal gucken, weil jetzt gerade hat es nicht gewirkt. Muss ich mal gucken, ob sie es noch hat. Kann aber auch sein, dass er einfach nur einmal, also eine pro Attacke, Kampf, für, ja. für eine Attacke pro Kampf gilt. Oh, diese vielen Encounter. Aber ich hab Honey vorne. Lol, nee, das Item ist jetzt weg. Wow, okay. Das ist ja dumm. Ja. Aber na gut, hätte ihr so nicht, sowieso nicht so viel gebracht, wenn es eh nur einmal geht. Ja, das ist echt, das ist voll das Quatsch-Item dann. Mhm. Aber wenn es halt immer gehen würde, dann wäre es ja richtig heftig. Hast du den einen Typen besiegt? Ja, ich überlege halt gerade, ob ich mir die Items hole. Ich glaube oben nicht, weil da sind ja noch Trainer und so. Weil da war oben bei diesem Fahrradweg. Stimmt, da müssen wir gleich eh nochmal lang, ja. Aber da gehe ich vielleicht von oben, weil ich glaube, da war nämlich niemand. Ew! Okay, dann lass erstmal einen Cut machen. Wir sind schon bei 26. Oh. Ja, ein Schnurpleck, das sieht richtig eklig aus. Das sieht aus wie so ein Typ, der mit so einer komischen Tolle, der eine riesige Zunge hat. Oh, ich habe Pokéball gefunden. Okay, gut. Dann können wir hier an der Stelle beenden? Oder okay. Bist du noch im Kampf? Nee, nee. Okay. Nee, ich habe ja eh gewartet auf dich. Okay. Dann do it. Ja. Einen schönen restlichen Tag, ne? Schaut bei Goro und bei Granz. Bei Tobi und bei Granz. Bei Tobi und Goro. Hauptsache bei mir, Leute. Granz auf jeden Fall auch. Bei allen einmal gucken, war eigentlich die Aussage. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.